Hallo Pilzfreunde, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Pilzfilm hier im Sauerland bei Kirspe. Wir gehen heute wieder in den Wald, wir gucken mal, was Neues gibt. Hier ist immer so schön, weil die Pilzparagenese verändert sich ja quasi Woche für Woche, wenn nicht sogar alle zwei Tage erscheinen neue Sorten. Schauen wir ganz einfach mal, soweit das Auge reicht, Wälder, Wälder, Wälder. Solche steinigen Wegränder wie hier sind sehr gut für Semmelstoppelpilze. Ich wurde schon mal gefragt, Mensch, wo finde ich die denn? Wie sehen die aus? Kommt mit, ich zeige sie euch. Ein Buchenbestand und steinige, vermooste Hänge. Das mögen die Semmelstoppler. Schlecht zu sehen, weil dieses noch ein junges Exemplar ist. Aber auch nur die sind gut zum Verzehr geeignet. Unter dem Kopf die Stacheln, ja, der dem Pilz den Namen gibt. Auch hier Semmelstoppelpilze. Schön zu sehen, die Stoppel unter dem Hut. Und wo es sie gibt, können sie ohne weiteres in Massen auftreten. Und hier wachsen sogar Hainbuchenröhrlinge. So, der Baum dazu ist die Hainbuche. Und hier ist so ein kleiner Bestand von Hainbuchen. Ein nicht allzu häufiger Pilz, auch in anderen Gegenden nicht. Und flockenstielige Hexenpilze. Schöne junge Exemplare. Eine Gruppe Perlpilze, wie gemalt. So, ich habe gerade hier jemanden getroffen, der hat eine ganze Tüte voll Pilze gefunden. Und er hat auch ein paar schöne Steinpilze gefunden. Die sehen wir hier unten liegen. Ja. Also gar nicht mal so unübel. Und ein bisschen freuen dürfte sich die Dame auch, weil sie hatte Gallröhrlinge dabei und die hätte dann die ganzen schönen Steinpilze dann quasi wegschmeißen können. Mein Mann sagt, was mit Ja, wunderbar. Sie hat noch mehr davon. Also damit hätte sich keine Freude getan. Die blassrosa Lamellen zeigen eindeutig, das sind Gallenröhrlinge. Ich habe sie gerade auch probiert. Galle bitter. Da hast du noch mehr. Ja. Naja, gut. Ja, diese Täublinge mit der violetten Oberfläche, vermutlich Frauentäublinge, aber ich werde die mal rausnehmen und auch gleich probieren. Ja, das ist ein Frauentäubling, sehr mild im Geschmack, riecht sehr pilzig, der kommt mit in den Korb. Ja, hier eine Babyform des safrangelben Scheibenstreiflings. An diesen Baumstoken wachsen Aniszählinge, auch ein hervorragender Speisepilz, den nehme ich auch mit. Das büschelige Wachstum von Aniszählingen und der typische Geruch nach Anis und nach Uso macht diesen Pilz unverwechselbar. Ja, so ein Spaziergang im Wald, das ist schon was Beruhigendes, ne? Man sollte das Auto mal stehen lassen zu Hause und dann mal in den Wald gehen. Ja. Oh, habe ich vergessen zuzumachen. Moment. Ja, okay. Ein Grasfrosch. So, diese Gesellen, das sind falsche Pfifferlinge. Ich kann hier mal einen rausnehmen. So. Die sind also sehr dünnfleischig und können einem schon narren. Sie sind aber essbar, also nicht giftig. Ja, das ist ein kahler Krempling. Ich lege den mal um. Der kann also Unverträglichkeitsreaktionen auslösen. War früher ein essbarer, sogar ein Marktpilz. Heute gilt als giftig. Hier steht eine einzelne Lärche im Wald und um diese Lärche herum steht alles voller Goldröhrlinge. Sogar hier in die Wiese. Ja, ist schon fantastisch.
Ja, solche jungen Exemplare, das ist eher meine Welt. Und wie ihr aus meinen Filmen wisst, ist ein Buchenbestand mit Eichen drin immer gut für Pfifferlinge. Wenn aber so schräg die Sonne da reinscheint in den Bestand, wird es auch für mein Auge schwierig, sie zu entdecken. Wie schwierig es jetzt manchmal ist, mal einen Pfifferling zu entdecken, zeige ich dieses Beispiel. Wie ein Trüffel. Wie ein Trüffel. Na, erkannt. Da sind solche schon einfacher zu finden. Hier stehen schon ziemlich ältere Pfifferlinge. Guck mal hier. Eine Ziegenlippe. Ein Fichtenblutreizger, den nehme ich auch mit. Weit aufgepilzt und schon zu alt zum Mitnehmen, ein Anis-Champignon. Ja, Kahlköpfe. Ja, ich würde sagen, das ist ein Kahlkopf, also ein Psilocybe, ein Pilz, der Träume macht. Ja, ein kleiner Steinpilz. Ja, dieser Steinpilz stand garantiert nicht alleine. Und wenn ich mir das so angucke, steht hier schon wieder ein stattliches Exemplar. Kann sich sehen lassen, sowas. Ich mache die übrigens nicht so ganz sauber, denn das wollen wir ja nachher zu Hause machen. Ja, der hat es hinter sich. Der bleibt im Wald. Ja, wenn es im Wald so müde müffelt, dann sind die Stinkmeuchel nicht weit. Hier haben wir ein Exemplar. Und die Fliegen, die haben dann ihren Spaß. Ja, bei so vielen neuen Arten, da werden Maronenpilze ja bald langweilig. Aber trotzdem nehmen wir sie natürlich mit. Ja, ein schönes kleines Marönchen wandert selbstverständlich wieder in den Korb. Ja, das Sauerland, das ist nichts für Weicheier, das ist jetzt mehr etwas für Eisenbeißer und Schraubenkacker. Hier geht es ganz schön Asthma-Hügel rauf und das will ich mir jetzt aber mal antun. Denn of course, es lohnt sich. Also bei dieser Pilzschwemme in diesem Jahr alte Exemplare mitzunehmen, das lohnt sich nicht. Also ich werde ältere Exemplare immer stehen lassen, weil es gibt so viele Pilze, man kann sich echt aussuchen. So, hier kommen wir in einen Buchenwald, der ab und zu von Eichen durchsetzt ist. Das ist immer ein Zeichen, dass man auf Pfifferlinge achten muss. Ja, und lange suchen musste ich nicht. Pfifferlinge. Hier darf man das Fokussieren üben. Na, schon erkannt. Da ist er, Mitte Bild. Ja, es ist immer wieder schön, wenn man so seine Touren geht und man sieht auch alte Pilze stehen. Ja, das ist immer ein Indiz dafür, der Erste zu sein und dass diese Strecke nicht so frequentiert wird durch andere Pilzsammler. Ist ja Wahnsinn, was hier Pfifferlinge stehen. Ein schönes Bild. Hier ein Grünspan-Täubling. Ich weiß nicht, ob das die Kamera aufnehmen kann. Also wie Grünspan die Oberfläche und gleich schuppig. Auch einer aus der Gattung der Kantarelle, also der Pfifferlinge, ist ein Faltenleistling, ein orange-roter. Ja, also sieht aus wie ein Pfifferling,
ist auch aus derselben Gruppe, heißt aber anders. Ja, an steinigen Hängen gerne zu finden, Semmelstoppelpilze. Eine Kolonie Frauentäublinge. Sofern sie gut sind, nehme ich sie mir mit. Ja, diesen Weg, den ich jetzt gewählt habe, hier bei Kirspe, der scheint kein Mensch zu gehen. Hier wachsen die Pfifferlinge mitten auf dem Weg. Eine schöne Gruppe. Ja, ist wirklich nicht zu glauben. Auch das sind Pfifferlinge. Und mitten auf dem Weg. Ja, noch ein Fichtenblutreiz, gell? Der wandert auch ins Körbchen. Ist ein hervorragender Pilz. Hier komme ich wieder an eine Stelle voller Semmelstoppelpilze. Wirklich voll, wie gesät. Man kann sie hier mit der Sense mähen. Ja, von den Semmelstoppelpilzen. Da nehme ich nur die Jungen von mit. Die ganz kleinen lasse ich stehen und die ganz alten auch. Ja, sie sehen bald aus wie Pfifferlinge, aber unterm Kopf haben die eben diese Semmelstoppel, ne? Diese Steppelkes. Auch hier wachsen die Semmelstoppelpilze quasi mitten auf dem Weg und hier am Hang. Wie ihr seht, lasse ich noch jede Menge stehen, weil die Vielfalt macht ein Pilzgericht ja auch aus und zu viel von einer Sorte nehme ich auch nicht mit. Auch ist es wichtig, dass Pilze im Wald bleiben, die aussporen können. Also wenn ich hier so in den Wald reingucke, steht voller Pilze. Es lohnt sich nicht reinzugehen, denn selbst am Rand wachsen sie. Werde ich schnell fertig sein hier. Also ich bin auch nicht immer auf einen bestimmten Wald fixiert. Kirspe ist eine Stadt im Grünen, also rundum von Wald umgeben. Und egal wo man hinfährt, man hat überall Wald und überall sind auch Pilze zu finden. Also eine bestimmte Stelle habe ich überhaupt nicht, wo ich jetzt sagen wir mal sammle oder bevorzugt sammle. Hier steht alles voll Fichtenblutreiz, gell? Aber alles schon zu alt. Ja, hier bin ich auf jeden Fall auf einen Weg gestoßen. Der macht richtig Freude, lang zu schlendern. Hier war vor mir, also in den letzten Wochen, keiner. Ja, so kleine Buchenbestände sind immer gut für Pfifferlinge. Das kenne ich. Und wenn man näher fokussiert, stehen sie hier auch. Habe ich schon von Weitem gesehen, gelb leuchtend. Jede Menge Pfifferlinge. Und was für Okolyten. Auch hier steht alles voll Semmelstoppelpilze. Ist nicht zu glauben. Ja, mit Macht zieht jetzt ein Gewitter auf. Ja, wer jetzt glaubt, man sei ja auf eine Ader von wunderbaren Steinpilzen gestoßen, der irrt sich. Das sind Gallenröhrlinge. Ich drehe die mal um. So, die Lamellen, ich weiß nicht, ob die Kamera erfasst, sind blassrosa und etwas großporiger als beim Steinpilz. Das sind Gallenröhrlinge, die sind ungenießbar. Und da steht hier quasi der ganze Wald von voll. Aber der Korb ist ja eh voll. Viele Arten. Steinpilze, Anis-Zähling, Pfifferlinge, Semmelstoppelpilze, Hainbuchenröhrlinge und so weiter und so fort. Die werden wir nachher sauber machen und da seid ihr dann auch dabei, damit ihr seht, wie es geht. So Leute, es zieht jetzt ein Gewitter auf, der Korb ist voll. Ich fahre jetzt nach Hause, dann lade ich euch ein, mir zuzugucken, wie man die Pilze sauber macht. So, das Gewitter hat sich verzogen. Kommen wir nur zum Pilze sauber machen. Und dazu brauchen wir ein bisschen Wasser, Küchenrolle, Pinsel, ein Messer, ein Salatseier, natürlich die Pilze und auch ein bisschen Leckerei dabei. Man will ja nicht sein, ne? Man muss ja noch ein bisschen was dabei zu trinken haben. Den Korb habe ich jetzt etwas gekippt, da kommen die Pilze ein bisschen entgegen. So, das ist so ein Semmelstoppelpilz, da braucht man nicht viel anzumachen. Pilze werden geputzt und nicht gewaschen. Das heißt etwas den Staub, den Schmutz abgepinselt
und unten den Stiel ein bisschen gefegt, reicht vollkommen aus. Füßerling hier, da reicht auch, dass man den hier abpinselt, den groben Schmutz entfernt und dann hinterher zerteilt. Ich habe im Wald schon auf Sauberkeit geachtet. Das heißt also, hier unten die Stiele schon so ein bisschen abgefegt mit dem Messer, so abgeschabt, damit da nicht zu viel Schmutz dran bleibt. Aber es sollte immer noch ein bisschen dran sein hier von den Stielen. Es ist dahinter besser sauber zu machen. Sonst machen der Restdreck, der geht dann an die frischen Schnittstellen und dann ist das auch nicht so gut. Ja, das wird dann halt so eben abgemacht. So, dann ist der Stiel sauber. Und auch der ganze Pilz. Natürlich lebt da noch was. Das wird einfach weggeblasen. Da verstecken sich nämlich kleine Milben unter den Hüten. Und die kann man wegpusten. So, was der Pinsel nicht schafft, das schafft das Messer. Und auch durch Pusten kriegt man auch so manche Verunreinigung weg. Und dann ist so ein Pilz sauber, ohne dass der Wasser gesehen hat. Ja, bei der ganzen Arbeit nicht vergessen. Auch mal trinken. Lecker, lecker, lecker. Bei Täublingen kann man versuchen, die Huthaut abzuziehen. Ansonsten dann ein Stück Küchenkrepp und Wasser. Und dann kriegt man die restlichen Verunreinigungen auch raus. Wie leicht die Huthaut abzuziehen, das sieht man in diesem Exemplar. Soweit habe ich jetzt die Huthaut runterbekommen. Und jetzt nehme ich ein bisschen Wasser und wische den Rest eben sauber. So, fertig ist der Täubling. Geputzt, sauber, verzehrbereit. Maronenröhrlinge wischt man auch eben mit Küchenkrepp ab. Wenn der Schwamm, wie zum Beispiel bei diesem Maronenpilz, schon gelb ist, sollte man ihn abnehmen. Ja, dann kann man den so einfach mit dem Daumen von knibbeln. Den Rest, den kann man so mit dem Messer wegschaben. Kein Problem. Ja, und dass die Pilze Bewohner haben, dürfen wir ja auch nicht vergessen. An dem Anis-Zähling brauche ich nicht viel zu machen. Ich schneide nur die Wurzeln ab und blase mal eben den Staub aus den Lamellen. Hier kann man mal sehen. Es gibt nicht so viele Unterschiede zwischen dem Semmelstoppelpilz und dem Pfifferling. Der Pfifferling ist links und der Semmelstoppelpilz rechts. Das kann man nur erkennen, wenn man den umdreht. Ja, da hat der eine, der hat Leisten und der andere Stoppel. Aber so im Aussehen fast identisch. So, Pilze, die etwas stärker verschmutzt sind, so wie dieser hier, den kann man mal eben so ins Wasser schmeißen, ein paar Mal drehen. Und dann geht der ganze Staub ab. Ja, für die kurze Zeit saugt der Pilz kein Wasser auf. Ja, das macht nichts. Und den Rest, den kann man nachher mit dem Messer wegmachen. Auf jeden Fall ist jetzt der Dreck im Wasser und nicht mehr so am Pilz. Also beim Pilze sauber machen, sollte man sich Zeit nehmen. Ja, und es ist immer gut, wenn man wenig Abfall hat, aber viel Gutes. Ja, solange wir keine Franzosen sind, mögen wir Schnecken nicht. Die müssen wir dann auch ableben. Beim Perlpilz putze ich erstmal unten die Knolle sauber. Da sehe ich, ob der Maden hat oder nicht. Dann nehme ich die Manschette raus und ziehe dann die Huthaut ab. Hier kann man schön sehen, wie die Huthaut sich löst. Und das sollte man beim Perlpilz auch machen. Der fertig geputzte Perlpilz sieht dann so aus. Ja, bei einem Steinpilz, der ist einfach so wertvoll, da schabt man quasi nur so mit dem Messer runter und macht so den Pilz sauber. Ja, und da noch keine einzige Made drin, keine einzige Pilzfliegenmade, das freut den Sammler das Herz. Dieser Pilz wurde auch von Schnecken besucht, es ist Schleim oben drauf zu sehen, Schneckenschleim auf dem Schwamm, ich werde ihn auch abnehmen. Bei Lila Lacktrichterlingen verwenden wir nur den Hut, weil der Stiel etwas zäh ist. Ich schneide so ungefähr 1 cm unter dem Hut ab. Bei den etwas älteren Goldröhrlingen habe ich die Huthaut abgezogen, so habe ich auch keinen Schleim dran. Bei den kleinen, die habe ich lediglich abgewischt mit Krepppapier, aber bei den etwas größeren kann man die Huthaut abziehen.
So auch die Hainbuchenröhrlinge, die dabei sind, werde ich auch nur ganz vorsichtig abschaben. Dafür ist einfach der Pilz so wertvoll. So, hier haben wir einen flockenstieligen Hexenpilz oder auch Schusterpilz genannt. Werde ich jetzt mal anschneiden, der hat also ganz gelbes Fleisch. Nur der läuft dann ruckzuck, läuft er dann blau an. Ja, kann man schön sehen, da kann man euch zugucken. Das ist also kein Merkmal eines Giftpilzes, sondern hier ein Merkmal, dass es eben ein Hexenpilz ist und dass er ein hervorragender Speisepilz ist. Neben dem flockenstieligen Hexenpilz gibt es noch den netzstieligen Hexenpilz. Der ist allerdings alkoholtoxisch. Das heißt also, wenn man den mit Alkohol genießt, dann treten Vergiftungserscheinungen auf. Ist aber beim flockenstieligen nicht der Fall. Ja, die Ausbeute ist ganz gut geworden. Ein ganzer Salat war ja voller geputzter Pilze. Die sind alle sauber da drin. Ich habe sie größer gelassen, damit die mir nicht austrocknen bis heute Abend, bis sie in die Pfanne kommen. So, wichtig beim Saubermachen ist, dass man die Reihenfolge einhält. Man nimmt den Pilz zuerst, dann pinselt man ihn ab und entfernt mit dem Pinsel den groben Schmutz. Dann bläst man von unten in die Lamellen oder in den Schwammkörper rein, um eventuell irgendwelche Krabbeltiere oder noch losen Sputz wegzublasen. So, wenn dann noch irgendwo was ist, was Pinsel und Luft nicht geschafft haben, schafft das Messer. Und wenn dann noch irgendwie was dran ist, dann nimmt man halt Küchenkrepp nasses und putzt damit den Pilz ab. Das war's auch für sich. So, ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Film. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder in die Pilze geht, mit mir, dem Charlie. Ciao.